Es war locker schon ein halbes Jahr her, seit ich das letzte Mal das Haus verlassen hatte und mir war die ganze Fahrt unwohl, aber als wir am Hauptbahnhof ankamen, die Geräusche immer lauter wurden und die Menschen gefühlt immer mehr, hatte ich nur eine Sache im Kopf: Flucht. Ich sehe nur noch diese Rolltreppe und ohne ein Wort zu sagen, renne ich panisch auf sie los. Auf der Anzeigetafel schaue ich nebenher, wann die nächste S5 nach Bietigheim kommt. Als ich oben ankam, steht sie schon vor mir. Was für eine Erleichterung. Ich bin entkommen.